So, da sind wir wieder. Tja, so ist das manchmal. Wir haben hier gewartet und wir sollen den Fokus benutzen, um hier irgendwas zu finden. Montageschiene, das brauche ich. Das sollte leicht abgehen. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. So, jetzt sind hier vorne aber 100 pro diese unsichtbaren Viecher. Da ist er. Wir wissen ja, dass der keinen Strom mag, ne? Oh, juckt den anscheinend nicht, ne? Der mag doch keinen Strom, oder? Oder was mag der nicht? Was fand er denn damals nicht so geil? Das war doch Strom. Wo bin ich jetzt vollkommen retarded? War das nicht Strom? Ich war der Meinung, dass das Strom war. Ja, Strom, ne? Aber denen scheint das egal zu sein. Ja, Mann, Alter. Das ist halt übertrieben. Digga, was der gerade weggetankt hat, das war ja lächerlich. Das soll also meinen Speer verbessern, ne? Das Schienending soll also unser Speer verbessern. Jo, das werde ich bestimmt laufen. Ja. Ich glaube nicht, Alter. Ha! Einmal über die ganze Map laufen, Digga, bitte. Nein, danke. Ich will mal was gucken. Mit wie viel Upload bin ich hier eigentlich am Start? Ach, komm schon. Ja, genau. Also ich will das ja auch irgendwann mal zu Ende spielen. Und wenn ich über die Map laufe wie so ein besenktes Schwein, ne? Und da gibt es einfach nichts zu sehen für mich. Nee, dann lass mal lieber, ey. Ich uploade jetzt gerade mit 6500. Ich will mal gucken, ob das stabil läuft. Der Upload. Weil dadurch müsste sich das Bild nochmal um einiges verbessern. Killer. Das Ding ist, ich würde es machen, ganz ehrlich, wenn ich privat spielen würde. Aber glaub mir, ich muss das ja auch noch bei YouTube hochladen. Und wenn du dann die ganze Zeit siehst, wie der Typ nur straight durchläuft, über die Map rennt, anstatt eine Schnellreise zu machen, obwohl er da unten seine Mission hat, na, dann denken die meisten Leute auch, ich bin geistig irgendwie nicht ganz klar im Kopf. Weil es geht ja auch darum, die wollen ja die Mission sehen. Ich will das ja auch sehen. Ich will aber auch zum Punkt kommen. Naja, ich kann es mir aber sagen. Also ich sehe sich. Ich habe 6.000 jetzt mal eingestellt, anstatt... Wir haben 5.500 gehabt, jetzt sind wir bei 6.000. Na. Und was wir auf jeden Fall machen werden, ist, sobald die PS5 rauskommt, Alter, werde ich die Konsole holen.
Da freue ich mich auch schon drauf. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt brauche ich nochmal eine neue Capture-Karte. Weiß ich aber nicht. Also eigentlich nicht. Full HD reicht ja normalerweise, ne? Weil, Digga, jetzt mit 4K-Stream geht eh nicht. Ich habe dir eigentlich nichts zu sagen. So. Bringen wir das mal weg, dann verbessert sich nämlich unseren Speer. Und wir haben ja schon diesen übelsten Sadomaso-Speer da, ne? Jo, was geht? Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen. Und du? Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Gar nicht schlecht. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Unser Speer hat jetzt Platz. Guck mal, unser guter Speer, das ist ja dieser eine. Das ist der andere. Und das ist der, den wir haben. Ah. Erste Speermodifikation. Ja, wieder 16, 16. 17, 16. Okay, passt. Dann hat er nämlich auch noch mal ein bisschen Bums. Alter, 67 Schaden mit einem Speer. Jetzt erstmal baden, bis später. Jo, pass auf, ne? Wenn du Handy mitnehmen solltest, nicht ans Dings legen und einstecken. Sonst bist du nämlich weg. Handhabung und Abriss machen wir noch mit rein. Können wir ja eh immer wieder rausnehmen, wenn wir wollen. Der Bogen ist schwul. Ja, er ist richtig schwul. Ist so schwul. Der Bogen ist super schwul. Alter, das ist der schwulste Bogen, den ich hier gesehen habe, Leute. Ich wusste nicht, dass Bögen schwulen sein können. Aber bei mir lernt man halt Sachen, ne? Mega schwul. So, Rohstoffe. Haben wir auch wieder ein bisschen was neu gekriegt. Speziali-Dings da. Ah, das sind diese Tierviecher. Und wir haben 9 von den Dingern. So, jetzt gehen wir zu dieser Quest. Die ist nur 500 Schritte, aber die ist nur 120. Da bist du ja. Ist das wirklich nur so weit? Oh ja. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Mal schnell speichern und mal gucken, was hier so ist. Hallo? Jägerin, was hast du mit uns zu schaffen? Ich soll den Mord an einem Kaja-Jäger untersuchen. Was ist passiert? Es ist sonnenklar. Ein betrunkener Banuk-Schläger hat Ruvas von hinten niedergeschlagen und ihm dann seinen Kopfschmuck gestohlen. Der Beschuldigte weiß das von sich. Die Banuk geben ohnehin nie etwas Sinnvolles von sich, ob sie nur mit dir reden oder nicht. Sie sammeln sich jedes Mal, wenn ein Jäger stirbt, wie Mäntel bei kaltem Wind, wollen keinen ordentlichen Prozess für Ruvas Mörder. Ein Prozess? Sein Mund wird mit Salz gefüllt und er wird von der Sonne einige Tage lang geprüft. Wenn sie gnädig ist, nimmt sie nur die Sicht
oder den Verstand. Andere Jäger kamen ums Leben? Also sind andere Kaja-Jäger hier gestorben? 3 oder vielleicht 4 in den letzten Jahreszeiten. Kein Wunder. Dieser Ort bestraft sogar die Vorsichtigen. Und viele junge Adlige sind nicht vorbereitet. Aber der Schnee verdeckt in der Regel alles. Und die Körper werden nie gefunden. Und die Banuk helfen nicht. Haben Sie damit zu tun? Nein. Wenn es nicht um Ihren eigenen Stamm geht, wollen Sie nichts davon wissen. Selbst die Sonne schmilzt in diesen Gebieten nicht alles. Hört sich an, als ob du dem Banuk nicht traust. Sie haben Gründe, warum sie sich von uns fernhalten. 10 Jahre voller Gründe. Immer wieder der Krieg. Der Krieg ist vorbei. Wir haben entschädigt. Aber nein, das Land vergisst nie. Schnee und Eis erinnern sich, sagen sie. Narben brauchen Zeit zum Heilen. Du glaubst, das weiß ich nicht. Ich spüre noch die Hiebe, weil ich einen Priester des verrückten Königs abwies. Ich war so alt wie du. Dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten. Okay. Wo hast du Rovas Leichnam gefunden? Es gibt keine Jagdkleine. Nichts zum Einsammeln. Lass es mich tun. Ich lese gut Spuren. Hinter dem Anstieg, westlich, ist eine Lichtung. Graser hätten die Spur nicht besser legen können. Und wenn dieser Barbar auf Rovas Kopfbedeckung verzichtet, bevor er verstoßen wird, sag Bescheid. Sie ist wertvoll. Aha, das ist alles, was sie interessiert. Da ist irgendwas wertvoll. Warte mal, ich guck kurz was. Oh, mein Bruder schaut gerade zu. Ja, es schmeckt sehr gut. Ich hatte voll Hunger, Alter. Hab mir einen Snickers geholt. Deswegen. Ich gönn mir gerade einen Snickers. Ah, mein Bruder schaut gerade zu. Hier ist es. Wie die Jägerin sagte, ist der Schnee. Und damals wurde ihr das Blut im Schnee. Und hier sind jetzt irgendwelche Sachen. Das ist doch etwas. Schauen wir mal, Blutflecken untersuchen. Hier ist Ruvas gefallen. Es scheint, als ob nur 2 Leute gekämpft hätten. Sieht nicht gut aus für Inatut. Ja, kann ich schreiben. Er hat keinen Twitch-Account, glaube ich. Die Frage ist, würde Inatut jemanden deswegen schreibt von er das über WhatsApp. Mit einem Ast erschlagen? Ich kann nicht schreiben im Chat hier. Anmelden 4,99 €. Nein. Was mit dem Anmelden für 4,99 €, verstehst du falsch. Du kannst nicht oben anmelden, also sondern einloggen, also ne, registrieren. Das ist kostenlos. Hier geht's den Baum hoch. Viele Blätter und Rinde liegen hier. Als der Ast abgerissen wurde? Nein, vom Klettern. Vom Klettern? Sie kamen durch die Bäume. Der ist da oben auf dem Baum. Hab. Wie so ein kleiner Affe. Ist er durch die Bäume. Und das Anmelden, was du meintest, das ist nur, wenn du mich subscribest für 4,99 €. Das kannst du im Monat machen. Das ist so ein Abo, was du abschließt. Und damit unterstützt man mich einfach. Und damit kriege ich halt ein bisschen Knete von Twitch. Und jetzt? Da ist er längs, ne? Dann wollen wir mal da hochgehen und mal schauen, wo der kleine Bandit herkam. Offensichtlich ein Klettermeister, wa? Aber nicht so wie wir. Wenn man hier wartet, hat man einen guten Blick auf das Kaja-Lager und die Lichtung. Oh ja, der hat ja hier... Der hat die gut verfolgt. Der hat hier übelst nachgespioniert, ne? Die Kajas. Mann, verpiss dich, du Baum. Vorne sind Maschinen wieder.
Der ist hier durch, ne? Da oben ist er längs. Diese Schneeeffekte sehen schon geil aus in dem Spiel. Holy shit, man. Auch das Licht abends von den Viechern ist nice. Alter! Habt ihr gesehen, wie nah die an uns vorbei sind gerade? Jesus Christ. Holy fuck, ist der nah an uns vorbeigegangen. Hier hört das auf. Das ist seltsam. Sackgasse? Kann nicht sein. Über... Warte mal. Hier geht er runter. Jemand hat das abgedeckt. Aha. Was wurde hier versteckt? Tarja-Rüstung. Sieht schlecht aus. Ich halte die ganze Zeit immer Viereck gedrückt, um irgendwas zu nehmen, weil ich das noch gewohnt bin von dem einen Spiel, ey. Wir müssen hier irgendwo hoch. Alter, unser Nachbar hat wieder Geld gekriegt, oder ohne Witz, ne? Du riechst immer sofort das Marihuana. Der zwiebelt sich immer ein, der Boy. Ah, hier muss man hoch, okay. Habe ich nicht gesehen am Anfang. Hier ist jemand! Keine Banuk. Dann vermisst sie niemand. Wollen die gegen mich kämpfen? Ja, es gibt Ärger. Alter, willst du mich verarschen, Digga? Was macht die für einen Schaden? Will mich das Spiel verarschen? Ist das eine Level 5000 Mission oder was? Digga, die haut mich einmal und ich bin tot. Was ist das für ein Quatsch, Mann? Das ist ja wohl behindert, ey. Du kommst da in so einer Videofrequenz hoch. Da oben ist jemand. Und dann fällt sie runter, anstatt den anderen Weg wieder zu gehen, oder was? Wie retarded ist sowas? Sowas hasse ich. Ja, wenn du durch eine Frequenz irgendwo reingeworfen wirst, wo du gar nicht kämpfen willst, sondern sneaky spielen willst. Alter, sowas regt mich richtig auf, Mann. Man kann die auch immer so gut treffen, die Leute. Oh, ist das geil. Oh, das ist immer so geil, ey. Ich liebe das. Ja, genau. Guck mal. Was soll ich dagegen machen? Ja. Ich krieg nicht mal Schaden durch meine Explosionspfeile, Alter. What the fuck, Mann?
Digga. Sieht schlecht aus für dich. Deine Mutter ist ein Hurensohn. Das sieht schlecht aus für dich, Alter. Digga, was frisst der Typ? Digga, was frisst der Typ? Junge, willst du mich verarschen? Das ist doch nicht normal, Alter. Was? Feuermauer, geil. Jo, was geht, Alter? Das sind alles Bossgegner. Digga, lächerlich, Alter. Einfach komplett retarded, Mann. Ja, genau. Ich mach 65 Schaden an den Typen. 93. Nur weil das ein Bossgegner ist. Und er one-hitted mich fast weg. Aber das ist das Einzige, was ich echt hasse und was mich mega triggert an Spielen. Wenn du in eine Gegend reingeworfen wirst, wo du sofort gegen Leute kämpfen musst. Gib ihm alles, mach ihn fertig. Auf jeden Fall, Alter. Ich vergesse, ne? Diese heftige. Näherungsbombe. Oh, shit. Ich kann den Kack wieder mitnehmen. Ihr habt Karja getötet. Und wofür? Rache für den Krieg? Wer entscheidet, wann ein Stamm den anderen nicht mehr hasst? Ich sag's dir, nicht die, die kämpften, nicht die, deren Lieder verstummten, wie die meiner Sippe. Für eure Tat wurde ein anderer Banuk zum sicheren Tod verurteilt. Was ist mit seinem Lied? Deshalb bist du uns gefolgt. Für diesen Vollidioten Inatut? Killer, das ist nicht witzig, okay? Ich fall hier nicht runter. Wir haben ihn schon in sein Exil gebracht. Pro-Player. Mal sehen, wen die Wie abonnierst du mich? Du musst oben auf Abo abonnieren klicken. Die Gelte fühlt sich... Ich muss Inatut hinterher. Aber ich muss noch mehr beweisen. Kostet aber alle 30 Tage 4,99 €. Also alle 30 Tage, so jeden Monat. Kann man aber auch kündigen. Also, ne? Ist kein fortlaufendes Abo. Und wenn du mir nur folgen willst, dass du immer siehst, wo, was ich mache. Ja, die wollen von dir 6,99 €, aber das ist jetzt nur bei dir. Das Problem ist, das kostet normalerweise nur 4,99 €. Das musst du aber über einen PC machen oder so. Das kostet nur vom Tablet so viel. Ich weiß auch nicht, warum die das so gemacht haben. Von einem Tablet andere. Kostet das einfach so viel. Ich weiß nicht, wieso. Er gehörte einem Karja-Soldaten. Das macht es nicht besser. Oh. Haben Sie die Kleidung? Diese Karja-Kleidung ist kalt, aber nackt im Schnee nimmt Inatut, was er kriegen kann. Okay, Zeit aufzubrechen. Aber wenn du mir sonst so followen willst, ganz normal, dann drückst du auf Folgen. Und dann followst du mir einfach. Das kostet kein... Geld, das ist kostenlos. Wuhu! Batman! Das finde ich immer so am geilsten. Ja, PayPal, wenn's... Digga, musst du nicht machen. Also wenn du PayPal wieder hast und du willst machen, mach's. Wenn nicht, dann nicht. Ist nicht schlimm. Follow reicht auch, wenn du da bist ab und zu und ich stream mal, ne? Ist doch auch geil, Digga. Dann kannst du immer live zusehen und ich spiel hier. Aber wir spielen auch immer... Digga, ich bin übelst behindert, Alter. Ich kann nicht mal mehr richtig reden, Mann. Wir spielen aber auch immer verschiedene Spiele, ne? Ist nicht nur das, ne? Also einfach Follow drücken, folgen. Mehr musst du nicht machen. Oh, Reittier.
Du bist mein. Alle hopp! Hüja, mein Küchen. Vorne ist Lagerfeuer, ne? Ich lese gleich den Chat wieder. Oh, Pferdchen muss mal hier bleiben kurz. Volker, guckt euch mal an, wie geil das aussieht, ne? Na komm, fall runter! Easy. Ich will nicht, dass sie meine gefangene Maschine da kaputt machen. So, was steht da? Wirst du zu Diva wegen dem Snickers? In der Tat. Ich habe gehört, dass bald Pumuckl und Meister Eder streams. Stimmt das? Pumuckl und Meister Eder? What the fuck? Wie soll ich den Shit denn streamen, Mann? Sieht aus wie ein Ort, an dem man jemanden um die Ecke bringt. Oh, im ja. Gefrorenen Wasserfall komme ich nicht hoch. Vielleicht über die Seiten? Klar komme ich über die Seiten hoch, Bitch. Guck, hier haben sie sogar einen Wächter ausgeschlachtet, die Vögel. Also sind der übelste Ninja, Leute. Holy shit. Und nein, ich falle nicht runter. Ich sehe schon in deinen Augen, Killer, wie deine Augen wieder glänzen, weil du wieder willst, dass ich runterfalle. Wenn Van Heder hier wäre, wäre er auch wieder so geil drauf. Ah, ja. Du bist am Ende. Oh, die verrecken jetzt eh. Und der verreckt auch am Damage. Oh, scheiß drauf, weiter geht's. Easy. Wenn man weiß, was die Schwächen von den Maschinen sind, ne, dann sind die echt easy, Alter. Ach, nicht Viereck, Alter. Dreieck drücken. Dreieck, Dreieck, Dreieck. So, wieder da. Hi, hi, hi. Festgefroren. Das ist mir nicht geheuer. Das ist mir auch nicht geheuer. Ah, hier können wir nachher wieder runter. Hier ist irgendwas. Inatut? Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Was friert denn der da hinten? Hinterm Fels. Und der ist nackt, Alter. Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Habt ihr deine Klamotten gebracht? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr länger vielleicht sogar. Mal gucken. Nimm die hier. Och, der Arme. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. So, ihm haben wir jetzt erstmal geholfen, ne? Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Irgendwas ist da. Uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Oh oh. Maschinen. Warum bewegt euch immer, wenn ich schieße?
kleine Fotz. Warte mal. Komm mal her, du Schnecke. Hm? Was ist los? Hund? Warum haut die Schleim denn nicht? Oh ja, ich wusste es. Ich wusste es. Big Daddy. Oh, was ist das, Baby? Ja, ist ja gut, Alter. Und dann müssen das auch gleich zwei sein von den Dingern, weil es ist ja nicht schwer genug. Ein. Was war denn der Fettsack nochmal allergisch? Warte, ich mach mal genau das hier. Oh ja, das gefällt Big Daddy nicht. Das gefällt Big Daddy nicht. Oh. Der macht aber auch alles kaputt, ne? Oh ja, wer liegt da? Wer liegt da? Wer liegt da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wartet, wartet, wartet. Alter. Wir haben seinen Bauch voll getroffen mit dem Bomben. Was ist das? Nein. Was ist das? Was ist das? Sterb endlich. Okay, der erste ist tot, Digga. Oh, Mama! Willst du mich verarschen? Wo willst du denn ausweichen? Was willst du da machen? Das ist so unrealistisch, Mann. Trink doch, du Fotze. Achso, hast du schon. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, der soll ruhig weitermachen. Okay. Also, nochmal, um es verständlich zu machen. Es ist nur noch einer da und der kann alles machen und wir können nicht einer Fähigkeit ausweichen. Alles klar. Okay. Alles klar. Okay. Und jedes Mal, wenn ich auf ihn schießen möchte... So, wir schieben den erstmal. Guck mal. Hä? Digga, woher? Wir schießen den erstmal ein bisschen was ab. Wir schießen den erstmal ein paar Platten weg. Okay? Das haben wir gemacht.
So. Jetzt bei denen ja alles frei. Komm, wechsel schneller die Dinger. So, und das tut denen halt richtig weh. Siehst du? Ne, erstmal schön die Platten wegschießen. Dann hauen wir den kleinen fetten Bären zu. Ah, das magst du nicht, ne? Der Kamera magst du das auch nicht. So, und jetzt kümmern wir uns um Tupac. Oh ja, das mag er nicht. Oh ja, Baby. So, und jetzt nochmal auf die Schulter und dann liegt die dicke Sau. So, und jetzt noch einmal ein Gnadenschuss. Bam, Alter. Easy, Alter. Gleich beim ersten Mal nicht einmal gestorben. Ganz easy. Mhm. Leute, gleich beim ersten Mal nicht einmal gestorben. Nicht aufgeregt, easy. Das war ganz easy für mich, Alter. Es war halt... War ein kurzes Aufwärmtraining, ja, normal. Für mich ist sowas gar kein Problem. Das mache ich eigentlich täglich. Easy. Habe ich schon gesagt, dass es voll einfach war? Das ist doch nicht die Schwäche, Papalapap. Das ist ja keine Ahnung, Junge. In welcher Richtung zieht er weiter? So, dann erzähl mal, Kollege. Oh, guck mal, das Schwein ist ums Leben gekommen. Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre. Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Ah, mein Auge. Laut Banu-Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Häuptling beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Und dem Häuptling das beweisen, dass er unschuldig ist, können wir doch nur, indem wir diese Sachen da zurückbringen. Oder? Ich glaube schon, ne? Das geht doch nur so. Wir müssen gleich auch nochmal gucken, ob wir dieses Schnellreiseding da finden, dieses Unendlich-Teil. Das brauchen wir nämlich auch mal. Bei mir geht das voll auf den Keks mit diesen Schnellreisesachen, weil wir müssen die mal bauen. Und da habe ich auch nicht so Lust drauf. Ne? Ja, wisst ihr, was ich meine. So, Alter, jetzt muss ich die nächsten Tage, ich darf das nicht vergessen, ich habe es nämlich immer noch nicht gemacht, ich wollte meine PlayStation 3 und meine 2 verkaufen. Das Doofe ist, nur 2-3 Spiele kann ich nicht mitverkaufen, weil die ab 18 sind und bei eBay ist da so eine behinderte Regel. Spiele ab 18 darf man nur als Händler verkaufen. Ja. Das darf man nicht, sonst. Das ist nicht gut. Oh Mann. Ach ja.
Alter, mein linkes Auge schon wieder, ne? Es ölt die ganze Zeit so. Ich kann das nicht beschreiben, was das ist, Digga. Das ist so nervig, Mann. Das geht einem brutal auf den Sack. Jo, Häuptling. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Kaja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Hasse das, Digga, wenn die dann immer so auf... Oh, ich bin der Boss hier und der darf nicht so mit mir reden, Alter. Voll die Missgeburten, Alter. Diese schwulen Stammesaffen, Alter. Jo, Bruder. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings. Verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Wo soll er hin? Die Schuld ist dem Verak nichts. Geh dorthin, wo du dich zu Hause fühlst. Vielleicht hast du gute Chancen. Digga, ich würde sagen, geh dahin, wo du dich zu Hause fühlst, Mann. Scheiß auf Leute. Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein. Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Verak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist eher links besser oder rechts. Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora-Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Klar. Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Man muss sich das mal vorstellen von Eloy, der Weg, ne? Damals war sie noch so ein Außenseiter. Und jetzt ist sie halt voll der so Babbo mit dabei, ne? So, damals waren die voll ekelhaft zu ihr. Und jetzt ist sie voll der so überall gerne gesehener Gast und alle mögen sie. Ja, richtig geil gemacht, Alter. Ich fand's auch geil, wie sie vom Kind so erwachsen geworden ist. Die Entwicklung ist cool. So, dann kaufen wir jetzt den Banuk. Den Bogen brauchen wir ja nicht, oder? Doch, das war der. Den hier brauchten wir nicht. Den brauchen wir. Wie viel brauchen wir dafür? Fuck! Noch zwei. Shit. Da müssen wir jetzt mal eine Quest machen. Eine Quest, die richtig viel bringt, ne? Das wäre die hier. Aber die ist schwierig, Alter. Stufe 50. Aber wir sind doch auch schon Stufe 50 fast, oder? Stufe 49, so. Absprungsschlag brauchen wir nicht. Ich glaube, wir können noch gar nichts ausleveln, ne? Ne, krass, Alter. Wir sind halt so mickrige. Zwei Fertigkeitspunkte mehr haben wir nicht. Das ist schon ein bisschen hart schlecht. Aber egal. So, Quest. Die. Finde den jungen Varegjäger. Das wollten wir doch eh machen, ne? Ist da ganz hinten. Was ist denn die andere Quest? Also wir haben nur noch die beiden. Hauptquest haben wir nicht. Aufträge ist auch nichts mehr. Doch, hier. Ah ne, abgeschlossen. Okay, ja, dann haben wir tatsächlich nur noch die beiden hier, ne? Die
Die ist 1000 entfernt, auch in die Richtung. Ne, und da ist die andere Nebenmission. Geil. Dann lass uns mal los. Dann holen wir uns ein Reittier und dann wird losgesandalt. Batterie vom DualShock-Controller ist fast leer. Oh mein Gott. Muss ich einmal gleich kurz abtauchen. Genau, dann gehen wir mal hier hin. Hier. Ja. Oh, den haben wir tot getrampelt gerade, ne? Den einen. Das tut mir jetzt sehr leid. Zumindest wird niemand mehr wegen ihnen sterben. Wie hot. Hey, die töten mein Tier. Die gelben Teile sind doch die, die empfindlich sind. Jetzt oder nie. Wollte gerade sagen, Alter. Deswegen meine ich auch, dieser andere Bogen ist so ranzig, Alter. Ein Hellseher. Auch noch. Halt echt viel dazu. Das scheinen wohl Burgrenz vermisste Jäger zu sein. Oh, hallo Leute. Guck mal, hier haben wir ja noch eine Nebenmission, ne? Kennt ihr drei zufällig einen aus Aramensangesgrund namens Burgrenz? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrenz Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. So. Wir wollen ja helfen. Ich bin völlig ungeschützt, solange ich nicht diesen Turm erledige. Der erste Schwanz ist schon mal weg. Komm, schieß mal raus da. Hätte eigentlich gedacht, der hält ein bisschen weniger aus. Ja, woher kommt denn jetzt der Huhn schon wieder?
Und genau, da sind drei Gegner, also drei Charakterfreunde von mir, aber alle gehen auf mich. Richtig. Würde ich genauso sehen. Und wie der abruft, da, der dieser Wichser. Alle, habt ihr es gerade gesehen wieder? Alle gehen auf mich. Alle. Drei Charakter hier. Alle fucken mich ab. Ich bin Toni Kolle auf Queen, Baby. Jetzt ist ja pimmelfrei. Mal immer schön in sein Knackloch reinziehen. Magerlich. Auch die kleine Fotze. Das ist ja richtig auf die Stirn, Alter. Das war so ein Kugelwald erbarmungslos. Ich habe ihn im Sprung. Im Sprung rausgeholt. Ganz klar. Bin richtig gut, Alter. Die Spule braucht kein Mensch. So. War's das? Das war doch nicht die Mission, oder? Warte mal. Ja, rede mit Dings, ne? Wollte ich gerade sagen. Na schön, Fremde. Du wolltest mit uns über Burgland reden. Ja. Reden wir. Erzähl. Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgrind was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es braucht nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrend. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Aha. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrend... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrind. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Ornekor töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Das ist kacke. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrend wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Ah, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Ja, ja. Jetzt wollen die wieder irgendwas von mir, Mann. Weil die zu blöd sind irgendwo. Oh Gott. Ist nicht besonders tief. Bis ja. Jetzt. Und aber saukalt, Alter. Hallo? Guck mal. Wir gehen jetzt definitiv erstmal zu dem da. Na, da. Weil ich will eine Schnellreise haben. Die andere Mission, Alter. Pff, Junge, da latsche ich jetzt nicht mit den Idioten mit. Weil die zu blöd sind für irgendwas. Na? Nur mal so, by the way. By the way.
By the way. Ja. So. Wo ist die andere Quest? Da ganz oben. Da ganz oben, ja. Nee, da könnt ihr euch getrost in den Anus reindrücken. Na, ich nehme lieber die 400. Guck mal, wie sie läuft. Das ist so geil gemacht, Alter. Wie sie so durch den Schnee latscht. Guck mal, wie das aussieht. Und dann normal. Allein dieses Detail, ne? Übelst geil. So, die ersten 11 Wände auf 11. Na, ich gönn dir. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Got a psycho, I want you a psycho, I check a whiny chihuahua. Geil, wie sie durch den Schnee stoppt. Das ist das, was ich meinte, das ist so dieses Detail, ne? So, guck mal, hier stampft sie und hier geht sie normal. Das ist einfach grandios gut gemacht, sowas. Da ist wieder so ein Penis, Alter. Das brauche ich später noch. Oh, hier ist ein Dorf, Alter. Speichern! Sprich mit Aratok. Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Wie heißt du? Aratak. Nee, du bist optional Aratak, den will ich nicht. Ich will mit dem Obermacker reden da oben. Oh. Wer kennt Game of Thrones? Das ist die... Ja, Mann, das ist wie bei Game of Thrones, Mann. Das ist die eiserne Mauer da. Hallo? Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ja, ist. Ja, die Game of Thrones Mauer. Nein, nicht unwissend. Ja, ja. Ich. Willst du dich bedanken, Uria? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Zeit für den Aufstieg. Es war nicht einfach für dich, Uria, hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal. Hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig.
Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Stimme wartet. Und noch einiges mehr. Es wurde Rauch in der Anlage entdeckt. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie zum nächsten Ausgang. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Sie hat Rauch gemacht. Wow. Ich habe ein Ding und... Ich kann viel coolere Sachen als die. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützt. Festung? Sieht sie mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weiß oft im Geschehen. Dann ist hier hoffentlich auch welche. Hört sich echt an wie eine Maschine, Mann, ne? Das gefällt mir nicht. Hier, einfach rüber. Was? Oh, einfach rüber. Und jetzt? Er sagt hier einfach rüber. Ah, da sind diese... Da einfach rüber, oder was? Er sagt hier einfach rüber. Wo hier einfach rüber? Du hässlicher Vogel. Hier einfach rüber. Ich guck. Bruder. Wo rüber? Da war nichts, Mann. Drei Schläge von oben. Hört, hört. Wenigstens sind wir im Vorteil. Ja, können da vielleicht in dem Raum nicht noch ein paar mehr Viecher sein? Ich meine, ist noch ein bisschen wenig, ne? Jetzt. So, kann ruhig mehr sein. So, der erste ist schon mal down. Und er so, boah, zusammengebrochen. Thank you.
Ich war's nicht. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So. Wir machen das hier alles. Ja, also Ruhe im Chat. Zau ich euch eine. Gegen was ist der allergisch? Gegen abmachen. Hallo. Easy, Alter. Ja, voll ins Kuhloch rein und dann war es tot. So, jetzt haben wir eh nur noch den einen da unten, ne? Mal gucken, wie lange die KI dafür braucht, den kaputt zu machen. Da bin ich ja mal super gespannt drauf. Haben die den? Ne, haben sie nicht. Die sind wieder hochgekommen. Kann er mich sehen hinter der Maschine? Und dann haben wir ihn ausgemacht. Dann haben wir doch hier meisterhaft, oder? Speerschadenspule 16. Das ist so geil. Bräuchte mal ein bisschen mehr. Alter, mein Nachbar ist aber auch übelst am Kiffen, Mann. Holy shit, Alter. Boah, der zwiebelt sich aber ordentlich was rein, ey. WTF. Der Boy ist halt immer übelst am Biffen, Mann. Sobald bei ihm immer an Anfang des Monats ist, dann kifft er irgendwie 2, 3, 4, 5 Tage. Ne, der ballert sich voll rein. Und dann irgendwann so am Anfang, so nach so am 10. Nicht mal am 10. sogar, noch früher. Hat ja einfach kein Geld mehr, der Typ, und kann sich nichts mehr kaufen. Und dann holt er sich nur noch Bier, so das Billigbier. Und dann es ist nicht mehr weit. Schimmelt er vor sich hin, Alter. Der stinkt aber auch übelst krass. Also mein Nachbar ist, Alter, Leute. Sowas habt ihr noch nicht gerochen, Mann. Das wollt ihr auch nicht, glaubt mir. Oh, wow. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen, mit 2 Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Nee. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Alter, habt ihr die Maschinen gesehen, die da sind, Mann? Da ist auch dieser riesige Ochse dabei und so. Dieser fette Ochse da hinten. Wozu war das gut? Dieser Ochse ist richtig geil. Ich mag das Ding. Das müsste man reiten können, ey. Das wäre abgefahren, Mann. Holy shit. Wenn man den fetten Ochsen da hinten reiten könnte. Ah, das wäre nice. Guckt euch das fette Teil an, Mann. Der Behemoth. Das ist mal eine fette Maschine. Hoia! Der Behemoth finde ich jetzt auch einer der geilsten Maschinen, so wie der aussieht. Oh you baby psycho. Oui. Na, da oben ist noch ein kleiner. Oh, nicht die, oder?
Okay, das ist mein starker Bogen. Also, okay, lass mich. Kriegt mich sonst wieder nur auf. Das ist schlecht für mein Herz. Oh mein Gott. Sind da viele Viecher. Manche Gefahren lauern versteckt. Achtet auf Pirscher. Die Pirscher sind die schlimmsten. Hat jetzt keiner gesehen. Nee, hat auch keiner gesehen gerade. Alter, das ist halt schon wieder so retarded, ne, teilweise. Boah, die Pirscher sind ekelhaft. Das Problem ist, wenn wir auf der Fläche hier fighten müssen, gegen Pirscher. Nicht so geil. Mir juckt das gar nicht. Wir schießen einfach die Haube ab, er. Ja, wer war das denn? Ja, wer war das denn? Ja, wer hat denn da geschossen? Ja, such. Ja, fein. Ja, wer war das denn? Also. Ruhigstöckchen. Er packt einfach in den Typen fest. Also, wer war das? Wo bist du? Komm raus! Was ist hier los? Wer war das? Wer war das? Ich bin so sauer, wisst ihr das? Boah, ey, ich könnte mich voll aufregen. Also egal, scheiß drauf. Komm, wir könnten jetzt einen stillen Schlag machen, aber ich weiß nicht, ob ihn das tötet. Ich glaube nicht. So stark ist ja Stille Slog nicht. Ach echt? Schön leise? Was denkst du, was wir hier machen? Muss ich nochmal die Rippe wegballern? Alter, der ist voll aus den Latschen gekippt, Alter. Jetzt ist er komplett durcheinander. Wenn er sich nochmal dreht, seinen Arsch würde ich gerne nochmal anschießen. Der Typ weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist, Alter. Das finde ich sehr gut, dass die KI da kommen sie. Das nicht verrät, wo wir sind. Na? Das finde ich doch schon sehr gut. Guck, er hier ist halt auch, hä? Woher kam das denn? Was ist denn hier los? Bleib
So, ich glaube, dann haben wir schon den nächsten weggeditcht. Hier oben ist jetzt nur noch dieser kleine Pups. Okay, Rotaugenwächter ist Trash. Der Boy hier hat es noch ein bisschen drauf. Mein Aim wird besser, Alter. Ich muss aufhören, Joypad zu spielen, ey. Sonst fange ich an, noch so ein Konsolenboy zu werden. Ja, Mama. Mama, ich liebe dich. Boah. Entschuldigung, Leute. Da hinten ist auch noch einer. Ich glaube, man könnte sich auch echt überall durchschleichen hier, ne? Jetzt kriegt er nochmal drei ab. Jetzt ist ja nur noch der eine da. Der ist, wird vielleicht wieder getriggert auf uns sein, aber was nicht so schlimm ist. Der ist eh komplett perplex. Ich glaube, ein Schuss in sein Gesicht reicht auch, um ihn zu killen. Dann haben wir noch den hier. Und Rotaugen-Pavian. Rotaugen-Pavian ist eh One-Hit. Oh, die sind down. Warte mal, das hat den nicht gekillt? Das war knapp. Oh mein Gott. Okay, die sind aber gut, ne? Die KI, die wir hier dabei haben, ist gar nicht so schlecht, ey. Ja, haut bloß ab! Pussies! Hui! Ah, die sind ja auch schon fast tot, ne? Sind ja nur noch die beiden hier. Also ich bin ja dafür, dass du zum Behemoth gehst. Ja, das hättest du wohl deinem gerne. Deinem Schicksal, Alter, kannst du nicht entrinnen. Das war so ein Hirscher-Vieh, oder? Ah, die sind gar nicht schlecht, der Bogen hier. Den kann man auch benutzen, um Damage zu machen. So, dann lass uns mal weiter. Warum hast du da hingeguckt? Was ist da? Blitz, da ist gar nichts. Also sie hat voll da komisch hingegeiert. Sieht wie diese eine Unterdingsstation aus, wo wir drinne waren als Kind, wo wir reingefallen sind, ne? Schon wieder Vierecke. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So viel zum Thema leichtes Gepäck.
um Hologramme um den Fokus zu sehen. Sehen, ob ich ihn einschalten kann. Aratak, Orea, falls ihr irgendwelche Lichtgestalten seht, nicht erschrecken. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann sie wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chow. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst deine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chow. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Hey, sorry. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Das war die Stimme, Nancy. Den Alten. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und das tat er. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter, Leute. Muss ich da runter? Nein, ich bin nicht runtergefallen. Das war kein Runterfallen. Hör auf zu lachen. Hört auf zu lachen. Das war kein Runterfallen. Hahaha, ja, witzig. Das ist nicht witzig. Hört auf zu lachen. Hört sofort auf zu lachen. Ich bin jetzt runtergefallen. Ich habe verdammt nochmal den falschen Knopf gedrückt. Das ist nicht witzig. Alter, ich wusste, dass früher oder später passiert das immer wieder. Also hier so ein Running Gag, Bruder. Na, also mein Bruder, meine ich. Ich falle in diesem Spiel sehr oft runter. Ganz easy, Leute.
So geht das nicht weiter. Wir hatten eine bessere Leitung von dir. Leistung von dir erwartet. Wir hoffen, dass du dich steigerst. Es tut mir so leid. Ich gebe doch alles, was ich kann. Herausforderung bestanden. Ich versuche mein Bestes, Blair. Aber manchmal geht das nicht anders. Boah, guck mal, die sind alle verreckt hier, ne? Da wollen wir mal die Tür aufmachen. Oh, shit. Geht los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Yay, der Dicke. Hallo. Mit dir weiß ich ja, was ich schon mache. Bauchi. Au. Hä, wo ist die Waffe, die ich abgeschossen habe von seinem Arschloch? Leute, wo ist die Waffe? Oder mache ich die mit der Waffe kaputt? Also mit diesem Pfeil und Bogen. Hallo? Wartet. Halt dich an seinem Schwanz fest. What the fuck? Das tut weh, ne, Bitch? Alter, 1000 Damage. Junge, die penetrieren den aber auch, Alter, die Leute hier, der beiden. Ah! Ah, der sieht schon gewaltig aus, ne? Lass mich doch mal in Ruhe, treff doch mal die anderen an, Mann. Der kann gar nichts mehr machen, außer so komisch laufen oder seinen Schwanz auf mein Gesicht schlagen. Na, Bitch. Lauf, lauf, lauf. Oh, guck mal, wie er humpelt. Oh. Und da kann er auf einmal wieder rennen. Ah, ich werde es wieder runtergefallen. Voll ins Äuglein. Ah, das macht ihn sauer. Baby! Woo! Ich hatte nicht viele von den Ruhmesslingern. Aber dieser Kampf war einer Strophe würdig. Und jetzt, Aloy, die Tür. Kannst du sie öffnen? Ja. Finden wir's raus. Ach so, mit dem Pfeil machst du sie kaputt. Er leuchtete seinen Schwanz.
Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Also gut. Los geht's. Ja, beenden wir es. Ja, das ist doch hartes, ne? Die Grütze. Rein ins Arschloch hier. Mal gucken, ob ich hier irgendwas kaputt machen kann. Ah, da sind wieder diese Geräte. Neues Metall. Feuer und Blitze. Das kann man mit einem Pfeil zerstören. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Ich bin bereit. Bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Verstanden, ey. Okay, warte mal ab jetzt. Hier müssen wir mal gucken. Also hier können wir ran. Dann kommt ja hier jetzt gleich dieses... Irgend so ein Stromblitzding. Warum kann ich hier rüber? Ah. Sieht nicht wie hart es aus, ne? Hab ich mich auch schon gedacht. Oh, sie ist in der Luft. Okay, da kann ich nicht weiter wegen dem Feuer. Das da. Das schießt da rüber. Deswegen kann ich da nicht lenken. Gucken wir mal hier längs. Bei Hades wäre ja eigentlich normalerweise weg. Also, es kommt auf jeden Fall ein zweiter Teil von dem Spiel, weil wir haben ja gesehen, ne? Ich will jetzt nicht spoilern. Die, die das auf YouTube noch gucken wollen, ne? Die sollen das genießen. Ja. Was bringt mir das denn jetzt? Überbrücken.
Aber ich glaube, der zweite Teil, hoffentlich kommt er erst auf PS5. Weil das wäre halt komplett dumm. Wenn man den rausbringt auf einer PlayStation 4 noch. Weil die PlayStation 5 wird einfach viel, viel mehr Leistung bringen. Und das Spiel kann man grafisch einfach noch... Kann man noch viel, viel besser machen, glaube ich. Hier los. Die prügeln sich dann mit dem einen Boy. Guck mal, wie die den platt machen. Guck mal, wie die den penetrieren. Ich muss gar nichts machen. Wahnsinn. Habt ihr das gesehen, wie die den platt gemacht haben? Soll ja erst 2020 kommen, ja. Ist nicht mehr lange. Kommt rüber, es ist sicher. 2020. Wir haben jetzt schon wieder Mai bald. Ne? Also, das hört sich immer alles so an, als wenn das voll lange dauert, aber das ist es nicht. Das geht. Das ist bald vorbei. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Ah, dann überbrücke ich den Shit mal. Beschränkungen umgangen. An alle anwesenden Menschen. Mein System wurde von einem Malware-Demon unbekannten Ursprungs kompromittiert. Trace-Routen haben diese Einheit als Hephaestus identifiziert. Hephaestus? Okay. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Menschen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Jetzt wird gefightet in der Mitte. Ja. Batterie von Zero Dawn. Ein Teil von Gaia. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber ich weiß nicht, was er hier macht. Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Später erst 2021. Ja, Termin sieht noch nicht gerade geschaut. Also, ich habe gelesen, PS5 kommt 2020, aber Ende März erst. April. Wow. Oh, wow. Hier werden die Maschinen hergestellt. Jede Menge. Ich werde einen Weg suchen. Oh mein Gott, Alter. Guckt euch das wieder an. Was hier schon wieder alles rumlatscht. Digga, was latscht hier alles rum, Mann? Und die da müssen wir bekämpfen. Die Maschinen da hinten. Die. Angeblich. Ja, ich glaube schon, dass sie das machen. Sony hat es ja gesagt. Die Technik steht schon für die PS5. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Alter, guckt euch das an, Junge. Holy shit. Ist ganz schön viel hier. Oh, der kommt jetzt.
jetzt nicht hier hoch, oder? Aber hey, glaubt ihr, dass du mich gerade getroffen hast? Du hast deinen Meister gefunden. Komm, wie willst du gegen eine Maschine kämpfen, Alter, wenn du nicht mal sehen kannst, wo du hin bist? Wie? Guck mal. Das ist kein Raum zum Kämpfen. Wenn ich jetzt die Rüstung hätte, wäre ich schon lange tot, Alter. Das ist halt einfach so übertrieben, Mann. Biau. Gar nicht so gucken, du Arsch. Hä, haben die anderen schon getötet oder was? Wo sind die anderen Maschinen? Ja, mach die heilige Brücke. Entschuldigung. Jetzt heißt es warten. Warten. Und nochmal warten. Ach, kann man nicht hoch? Die können aber auch hier rüber, oder? Nope. Ja, holst du doch, komm. Oh yeah, Baby. Jetzt musst du gehen. So. Weil nur die können das mit ihrem Supersperr hier ausschießen. Und da hinten wird's toll. Dann machen wir auf hier die Bude. Und jetzt bin ich dran. Hier? Hallo? Guck mal, der leuchtet uns den Weg hier.
Weißt du, ja, guck mal, das Ding ist halt wieder, so ein paar Leute von euch wieder voll am... Hoffentlich fällt er runter. Hoffentlich fällt er runter. Noch eine Konsole. Hoffentlich fällt er runter. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht umgekehrt. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Maschinenteile. Zum Einschmelzen abgeladen. Effizient. Wir müssen über diesen Abgrund. Ja. Sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Wie? Hallo. Snitch, bitch. Und ich muss hier wieder mal rüber, wa? Finde einen Weg für uns. Ach, guck mal, das hier ist der... Wie heißt denn der? Diese eine Maschine, dieser Langhals. Ne? Hört sich auch an, als wenn hier irgendwo einer rumläuft. Ob ich das wohl zerstören kann? Geil, da voll abgefahren hier. Langhals, ja. Voll abgefahren hier, die Höhle. Die bewegen sich auch seitwärts. Muss ich warten, bis sich das Ding seitwärts bewegt? Oder rutsche ich da runter? Darüber, ne, oder? Ah, ich muss auf die Plattform kommen. Okay, ich sehe schon.
sehen nicht stabil aus. Kann man da eigentlich so springen? Dreh dich um, ich hab eine Überraschung. Jetzt hier rauf. Okay. Wohin jetzt? Wir müssen nach oben rauf, damit wir hier längs können. Und da hinten runterfallen. Okay. Das war schon ganz schön schwierig, Alter. Da müssen wir hin. Das heißt, hier runterfallen lassen. Okay. Das wollen wir nicht nochmal gehen, deswegen schön langsam. Rüber, ihr Indianer-Häuptlinge. Weißt du, Superstars mit ihren komischen Sperren, Alter. Die Idioten können nicht mal kriechen. Oder krabbeln, oder... Ihr wisst schon, was ich meine. Was meinst du denn? Wie, was meine ich denn?
Ich meine, die zwei, die Kartoffeln, die mir da hinterherlaufen, die können gar nichts. Die warten die ganze Zeit, bis ich eine Brücke runterlasse. Okay, dann überbrücke ich das mal, ne? Oh. Kriechen, krabbeln, ja. Okay. Also, wo muss das hin? Das Teil muss auf die Seite. Ich würde sagen, wir senden ihn mal so rum. Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt. Analysieren Kontrollmatrix. Okay. Das geht nur von so. Das bedeutet, wir müssen das hier irgendwo rüberschicken. Das kann nur hier längs gehen. So. Ich würde sagen, dann hier rüber. Das wird dann hier rüber geschickt. Das geht wieder nicht. Fuck. Das kann nur dahin, aber das hier kann. So. Aber das kann dann wieder um nirgendwo anders hin. Das ist, glaube ich, schon richtig gewesen eben. Nur das wird hier hingeschickt. Da geht's dann aber kaputt. Geh mal hier rüber. So, wartet mal. Das Ding ist Schrott. Können wir den nicht? Doch, das muss doch so gehen, oder? Es wird hier umgeleitet, nach hier. Von hier dann einmal komplett rum. Hier oben hin. Das Ding sendet dann da unten hin. Der sendet dann hier rüber. Und der sendet dann da oben hin. Dahin. Dann sendet der so dahin. Easy, Alter. Das funktioniert. Easy. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzulösen. Keine Liegen. Aber ich stürme. Hallo? Oh, Entschuldigung. Das ist mein Stimmbruch. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. So, und jetzt geht's in die Mitte fighten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Ja. Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht.
Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Eli und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Das ist ja immer so ein Boss-Gegner. Weiter in Richtung des Kerns. Aber das Ding kenne ich noch gar nicht. Oh oh, was Sai noch gemacht hat. Festes gefällt es nicht besonders. Okay. Sai sagte was von Beschränkungen. Ist der Turm dafür da? Oh wow, was ist das? Die neue Einheit, vor der Sai uns warnte. Erledige sie! Mama! Hey! Warte mal, der Mark. Was wir jetzt erstmal machen, ist das. Wir reißen den erstmal ordentlich Teile weg. Mag er den nicht. Dann nehmen wir einen Schluck von dem Shit hier. Und dann. Ich hab gelesen, er mag keinen Frost. Wer ist da gefrostet? Das waren 3.000-4.000 Schaden. Zu laut, Alter. Ich brech mir beim Kämpfen brichst du dir die Ohren und beim normalen Reden, Alter, sind sie halt. Ich kann. Alter, ich gebe keinen Abstand von dem. Ich kann damit nicht treffen. Oh.
mega nervt das, Alter. Ich kann von ihm einfach keinen Abstand gewinnen, ohne dass ich... Digga, das reizt so krass, Mann, Alter. Das kann nur aggressiv machen. Meine Fresse. Alter, wenn du keinen Abstand gewinnen kannst, dann geht das nicht. Guck mal, das zum Beispiel. Wie soll man so einen Move aufhalten? Teddybär hier ist echt krasser als der, wie heißt das noch? Als der... Als dieser Große, den wir überhaupt einbauen können. Möge uns... Oh, das war direkt auf den Schädel, Mann. Ja, genau. Schmeiß mal deinen Arsch auf mich drauf, Alter. Läuft ja bei dir richtig hart, Junge. Das ist ja übelst der Pervers. Was ist denn mit ihm jetzt richtig? Was ist er denn jetzt? Der reißt einfach die Bodenplatten raus. Du kannst nicht ausweichen. Du hast keine Chance. Jetzt nimmt er gerade irgendwie gar keinen Schaden. Meine Fresse, dieser fette Wichser. Dann lässt er auch nur Trash fallen. Holy shit, Alter. Dann überbrücken wir den Rotz, Mann. Eine verbesserte Version. Hey, nein!
Timmel! Timmel! Sion, bitte hilf mir! Beschränkungen aufgehoben. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Aratak. Sie würde nicht deinen Tod wollen. Gehen wir. Hier. Jetzt müssen wir auch noch selber laufen. Wow. Eins von diesen. Es geht nicht anders.
Rhea ist fort. Doch was ist mit Zion? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Urias Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Geh zurück zu Duras Zuflucht. Genau, das ist ja das, wo wir waren, bei dem Berg da, ne? Das ist ja das, wo wir waren, bei dem Berg. Wo wir sie ja das erste Mal getroffen haben. Dieses Bürogebäude oder so. Oder war das nicht das? Müsste das gewesen sein. Weiß es nicht ganz genau. Jupp, ja, meine ich doch. Digga, ich habe hier so einen YouTuber, ne, abonniert. Der kauft nur noch ein. Digga. Der kauft die ganze Zeit immer Elixierruhen und macht davon Videos. Ich weiß nicht, was das, warum Leute sowas entertainend finden, ey. Da lernst du doch nichts, außer wie man Geld ausgibt. Naja. Muss jeder selber wissen, ne? Ob er für den Scheiß so viel Geld ausgibt. Da wollen wir mal sehen. Sie hat sich jetzt hier hochgeladen. Hier hat die Stimme ja mit ihr immer gesprochen. Mal gucken, was hier jetzt ist. Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen. Aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal. Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Jetzt muss ich
wieder mit dem Joypad spielen. Oh. Was ist denn das Erste? Hallo Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter. Als wären wir Kollegen. Als wären wir Kollegen. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Ich sollte gehen. Aloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen. Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Ureas ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Was sollen wir da nehmen, Alter? Weil die sind so ein bisschen primitiv, die Idioten, ne? Sei nachsichtig, du musst ihnen die Wahrheit sagen. Ich sag Wahrheit. Du musst sagen, dass du ein Werk der Alten bist. Dass du kein Geisterwesen bist. Nur so können sie anfangen zu begreifen, wie die Dinge wirklich sind. Verstehe. Denkst du denn, ich habe sie getäuscht, Uria? Nein. Nicht in den wichtigen Dingen. Sie starb in dem festen Glauben daran, das blaue Licht bewahrt zu haben. Vielleicht. Aber was sie wirklich bewahren wollte, warst du. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Cyan. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak schauen, wie es ihm geht. Ist cool gemacht mit der Maschine. Der Boden, die Luft und ich. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Uria vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uria... wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie, ich hätte sie nicht beschützen können. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist... wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Urea hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie.
Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Firebreak, Psion, Hephaestus, alles sehr interessant. Also, das Signal, das Hades weckte, weckte auch Hephaestus. Und entfesselte sie. Mit freiem Willen. So scheint es. Teile von Gaia, lebendig und abtrünnig. Von fügsamen Unterfunktionen zu für uns unbegreiflichen, rebellischen, intelligenten Systemen. Zumindest nach unserem Verständnis. Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig, gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen. Wir? Oder wer als erstes zuschlägt. Doch dieser Feind ist für die Zukunft. Kümmere dich lieber um den Gegenwärtigen. Die Eklipse. Leb wohl, Aloy. Ist damit der... Was muss ich denn da machen? Rede mit Vanish. Uti, ein beliebter Officer. Aber ist jetzt der DLC durch? Ja, ne? Der DLC sieht für mich durch aus. Oder? Weil wir haben das Dings da gedingstart und mehr ist doch nicht, oder? Oder kommt da noch was? Also, ja, durch, ne? Der ist durch. Ja, was heißt leider? Ich bin froh, dass ich den DLC durch habe. So, das war jetzt eher Horizon. Da haben wir übelst lange dran gesessen. Mit dem Stream. Muss ganz ehrlich sagen, es hat Spaß gemacht schon. Das zu spielen. Und so können wir jetzt nämlich parallel Days Gone und dann das andere machen. Ja, der DLC hat ein paar mehr Fragen aufgeworfen. Okay, Mephaestus ist neben Hades auch noch so ein Wichser, der irgendwie diese Maschinen produziert. Also der lässt die Maschinen bauen, der steuert da diese Dungeons da, wo du reingehst. Und dann macht er daraus stärkere Viecher, ne? Also so. Den hatten wir jetzt erstmal gebannt. So, und jetzt geht's erstmal mit der Eclipse weiter. Also diese Nebenmissionsscheiße da und so. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich wollte halt einfach die Geschichte von dem DLC wissen. Und der war eigentlich gar nicht schlecht. Und es hat sich halt bei der Alten da um die Maschine da, um diese Intelligenz gedreht, die wir befreien sollten. Wie von diesem Mephisto da. Ist das Spiel jetzt durch? Ja, Bruder. Das Spiel ist, wir haben ja das Hauptspiel ist auf YouTube schon. Das haben wir ja schon lange durchgespielt. Das ist schon lange, lange her. Und den DLC hatte ich halt mittendrin angefangen. So, also nachdem wir das Hauptspiel durch hatten. Und der DLC ist jetzt auch durch. Also normalerweise könnten wir noch Nebenmissionen machen, aber habe ich keinen Bock drauf. Scheiß auf Nebenmissionen. Das Spiel ist durch, Mann. Ja, auf was ich mich jetzt noch voll killer ist, erstmal auch The Last of Us 2. Darauf werde ich mich noch freuen.
Weil ich glaube, The Last of Us 2 wird auch nochmal richtig, richtig gut. Hab 451 Stunden im ersten Teil. Was bei dem Spiel hier? Echt? 400 Stunden? Wieso spielt man das so lange? Also ich bin so, wenn ich das durch habe, ist fertig. Banditen sollen im Schnitt ihr Lager aufgeschlagen haben. Man kann natürlich nochmal neu durchspielen, ne? Das geht natürlich, da hast du recht. Geniales Spiel, ja, du hast noch gar nichts gesehen, das war viel cooler. Also die Story und so war richtig geil. Die Story war übertrieben. Was ist das? Steckkiste. Diese ungewöhnliche Kiste geöffnet werden. Inhalt ist ungewiss und unbekannt. Was ist das? Steckkiste. Hab das New Game Plus nochmal alles gemacht. Und zwei Runs hat zu viel Zeit gekostet. Okay. Nee, es ist nicht meins, Alter. Gletscherkiste. Das ist nicht meins. So. Jetzt gehen wir mal nochmal auf Herstellen. Jetzt nehmen wir den Bogen hier. Nee, nicht den Bogen. Sondern den Bogen. Nimm das raus und ballern mal in den Bogen das rein. Weil guckt euch mal den Unterschied an. Alter, da liegen Welten zwischen. Das ist ekelhaft. 37 Schaden, 39 und 49 Schaden. Guckt euch mal bitte den Damage an, Mann. Der macht jetzt 224 Schaden. Holy shit. Jesus Christ. Das ist übertrieben. What the fuck? Ich hätte gedacht, da sind geilere Sachen drin. Ist ja voll der Trash. Ist jetzt nicht so geil, ne? Hä? In der Kiste ist immer wieder eine Kiste drinne. Gottes Willen, Alter. Ach so, ja, das ist das Quest-Objekt, ne? Guck mal, aber jetzt haben wir noch was Besseres, ne? Oh yeah. Speerschaden, Baby. So, aber jetzt haben wir eigentlich alles, ne, was es so gibt. 300, 230 ist Max. Aber der Bossfight war geil. Also der gegen diesen kompromierten Bären da war übertrieben. Jesus. Tja, das war's. Mit dem Spiel. Danke erstmal hier wieder fürs Zusehen, Alter. Wir machen jetzt... Weiß ich gar nicht. Was machen wir jetzt? Guck mal, das kann jetzt erstmal so. Dann kann das so und dann erstmal...